Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Portal Knights. In der letzten Folge haben wir eine neue Druidengestalt dazu gekriegt, nämlich die des Bären. Und wir sind hier staubige Kreuzung war das, glaube ich. Und wir wollen noch mal gucken, was wir hier noch so machen müssen, sollen. Da hinten ist ein orangenes Zeichen, da können wir mal eben hindüsen. Was ist denn das unten oder was? Da. Edelsteine haben einen viel größeren Wert als Schmuckkugeln. Manche besitzen Fähigkeiten, die sich sogar meinem Verständnis entziehen. Ich brauche noch mehr Exemplare zum Erforschen. Wirst du dem Ruf der Entdeckung folgen? Ja, das können wir machen. Vielen Dank dafür, dass du diese Proben für mich besorgt hast. Meine Arbeit ist essentiell, wenn wir versuchen wollen, das Wissen wieder zu erlangen, das wir in der Tragödie unserer jüngsten Geschichte verloren haben. Außerdem ist es hier nachts gruselig. Ah, ja. Hallo, tapferer Ritter. Okay. Was ist denn? Achso, das war. Hä? Ist sie schon tot? Okay. Wir müssen Steine abbauen. Und zwar Flammenrubine brauchen wir 10 Stück. Okay. Okay, die sind ja nicht so schwer. Au! Aua! Nein! Hä? Der hat mich doch nur einmal getroffen, oder? Da müssen wir dann nochmal wieder. Wo war denn das? Ah, wo war denn das? Nee, da war das nicht. Wir waren doch da hinten irgendwo hin, noch nicht. Hier, genau, wenn wir die abbauen, dann kriegen wir die Flammenrubine. So. Da brauchen wir noch einen, brauchen wir noch, dann können wir diesen hier noch abbauen, dann haben wir doch genug, oder nicht? Huch, das war zu hoch. Jep. Jetzt haben wir genug, oder? Ja, 10 von 10. Sehr schön. Perfekt. Hier meine Forschungsgelder erlauben es mir, dir dies für deine Mühen zu überlassen. Okay. Oh, ein Portalstein. Im Austausch für die 10, jawohl. Quest abgeschlossen. Ja, wunderbar. Ein blaues Portalsteinfragment. Okay. Ich weiß gar nicht, müssen wir denn jetzt nochmal wieder runter oder nicht? Doch. Ah, dieses blöde. Komm her, wir probieren das mal. Die 2. Oh, tatsächlich. Oh, das hat ja sehr schön funktioniert. Okay. Müssen wir denn noch weiter runter? Hier ist doch bestimmt noch irgendwie. Oh, da ist noch einer. Komm schnell her. Bevor ich gleich. Siehst du? Da ist nämlich eine Truhe. Ah! Da ist wieder so ein Ding. Oh. Oh shit. Oh, wir müssen ganz schnell einen Trank trinken. So, dann haben wir hier nämlich unsere Truhe. Oh, sehr schön, danke. Kein Level up. Oh, knapp davor, okay.
Jetzt lebt Stufe 4. Den kann ich nicht einsammeln. Okay. Gut, dann haben wir das auch. Das ist ja sehr schön. Ich würde sagen, wo komme ich denn wieder hoch? Hier komme ich hoch. Wunderbar. Aber dann könnten wir ja eigentlich noch so ein bisschen hier die Rubine und das abbauen, oder? So. Ja, wieso geht die denn nicht? Ach so, jetzt. So, können wir den da oben noch abbauen? Da sind auch noch ein paar. Brauchen wir ja bestimmt noch für irgendetwas, brauchen wir das ja bestimmt noch. Kupfererz ist das, okay. So, was haben wir hier? Ist noch so eine. Gut, denn gucken wir mal. Da hinten war noch ein orangener Punkt. Irgendwo. Da sind zwei weiße. Hä, war hier nicht noch einer mit so einem orangenen Zeichen? Oder habe ich mich wieder verguckt? Nee. Was ist denn das hier überhaupt? Nix, oder wie? Ruinsteinblock, okay, aber haben brauche ich den noch auch nie. Oder brauche ich den für irgendwas? Ich wüsste nicht. Aber irgendwie, uns fehlt doch noch irgendwie eine Aufgabe, oder nicht? Hey. Nee, die sind alle weiß. Wir gehen hier trotzdem noch mal lang. Ah, da ist wieder so eine komische Made oder was das ist. Oh, die schießt sogar. Wir gehen hier noch mal hoch. Einen guten Tag wünsche ich dir. Man kann überall Schätze finden, aber es gibt kaum Möglichkeiten, sie auszugeben. Alles wegen diesem Schattenkönig. Sieh unter den Ruinen nach, wenn du dich traust. Wie muss ich das abbauen, oder was? Oder wie? Hä? Oh, das dauert voll lange, die Dinger abzubauen. Ist es sich. Ich weiß nicht, ist es denn richtig hier? Hm. Nee, ich kann hier jetzt nicht alle abbauen, oder? Denn da noch tiefer? Ich mache jetzt noch mal 2, 3 Stück und dann nicht, dass ich hier gleich durch die Erde durchfall. Oh, da ist aber doch ein Loch, oder? Oh, tatsächlich. Oh, danke. Und wie komme ich hier jetzt wieder raus?
Muss ich mich jetzt wieder hochbauen oder kann ich hier irgendwo... Aha. Ach, guck mal, einer siehste. Ha, da hätte ich auch gleich von hier unten buddeln können. Okay. Gut, dann haben wir das auch. Da unten waren wir schon. Den hatten wir schon. Können wir denn schon weiter jetzt? Oder was war hier? Nichts mehr. Ich nehme das mal wieder mit. So. Muss ich denn da jetzt hin oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah, da, guck mal, da kann man auch noch rein. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Wo ist denn der Eingang? Da. Ach, guck mal, da ist das andere Portal. Das, da können wir bestimmt da gleich rein. Ha, siehst du wohl, ich wusste es doch. Woher sollte ich denn wissen, dass diese Beschwörungsroute alle tatsächlich funktionieren? Bitte, kannst du uns helfen? Du machst es? Okay, großartig. Wir riefen dieses Ding. Es ist kein Urbiest, aber es ist dennoch ziemlich angsteinflößend. Es ist in dem Tempel da drüben. Viel Glück und keine Rücktier. Wenn du einmal eine Quest angenommen hast, ist es deine Pflicht. Okay. Bruder Harry, der... Oh, Harry, der hat auch Angst. Oh, shit. Okay, wir gucken mal. Oh, au. Au, 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 ah. Oh. Okay, das war ja doch ziemlich einfach. Wie komme ich denn? Aha, okay, okay. Gibt es hier keinen Schatz oder was? Hm, irgendwie nicht. Okay, kein Schatz. Ich habe das große Vieh tot gemacht und dann kriege ich keinen Schatz. Ach da. So, wir haben die tot gemacht. Was kriegen wir dafür? Es ist weg. Oh, dank den Uralten. Ich verspreche es hoch und heilig. Ich werde nie wieder Urböses aus einem jahrhundertelangen Schlaf erwecken. Ich glaube, für sowas bin ich sowieso nicht geschaffen. Ja. Okay. Oh, was ist das? Quest abschließen. Flugschaden Schutzfläschchen. Wow. Okay. Aber ihr Lieben, da haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft heute. Da würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Ich sage vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.